Ja, herzlich willkommen Freunde zu einem neuen Video und zu einem mega Jugendfeuerwerk-Vergleich. Diesmal Pyroland Edition plus extra Artikel, die hier liegen rechts an der Seite. Ja, Pyroland hat ja wieder schöne Jugendfeuerwerk-Neuheiten, Alien-Sirenen, Einhorn-Glitzer-Regenbogen-Edition, die Hip-Hop-Hornissen, Fire of Honor, Bugaisha, Mystic Fire, 5 Bengal-Handfackeln in mystischen Farben, Sirenenheuler, dann haben wir die Poops Python, dann Samurai Soul, dann Elfenfeuer Regenbogen Edition und dann habe ich ja noch extra Artikel für euch zum Schluss, dann Silberfontänen, dicke Brummer, Scream Mini, sind so Whistling Teile, dann einmal den Klassiker Leslie Wondercone, Babykacke und Snake Pit und Crackling Bit natürlich nicht zu vergessen, richtig schöne Crackling Tabletten. Anfangen tue ich jetzt mit den Pyroland-Neuheiten. Los geht's hier mit den Poops Python. Ja, die brauchen immer ein bisschen, bis die anfeuern. Aber wenn die einmal brennen, dann brennen die. Ihr seht es ja selbst. So, weiter geht's. Ich würde sagen Samurai Soul. Dann machen wir jetzt erstmal einzeln und dann vier gleichzeitig. Und jetzt vier Stück gleichzeitig. Weiter geht's. Jetzt würde ich sagen, wechseln wir mal zur rechten Seite und zwar nicht, dass es gleich richtig dunkel wird. Babykacke und Snake Pit. So, los geht's. Weiter geht's, würde ich sagen, mit den Elfenfeuer von Pyroland. Elfenfeuer Regenbogen Edition. Wir haben hier Bengalfontänen in den Farben Rot, Gelb, Blau und Grün. Sehr, sehr schön lange Brenndauer, muss ich echt sagen. Und wirklich tolle Farben. Weiter geht der Spaß und zwar nehmen wir hier mal die Sirenenheuler. Machen wir erstmal ein und dann drei Stück gleichzeitig. Thank you.
Weiter geht es mit dem Test, und zwar die Hip-Hop-Hornissen. Das sind Bodenwirbel mit Überraschung, im Prinzip mit Crackling. Jetzt erstmal eine und dann machen wir wieder zwei zusammen. Jetzt geht's weiter. Nächster Pyroland-Artikel. Und ich würde mal sagen, nehmen wir mal die Einhorn-Glitzer Regenbogen-Edition. So, jetzt Pyroland Einhorn-Glitzer Regenbogen-Edition. Alle vier zusammen. Grün, Gelb, Rot und Violett. Seht ihr schon, nicht nur Bengal, sondern auch mit schönen Goldfunken. Natürlich sind das Handfontänen, ja, die man in der Hand halten kann. Da passiert überhaupt nichts. Ich habe jetzt nur die einfach mal in Schnee gesteckt, weil es das angeboten hat. Weiter geht es, und zwar jetzt geht's los, Freunde, mit Vulkanen. Fire of Honor Bugaisha. Was das Besondere an den Vulkanen ist, werdet ihr gleich erfahren. So, jetzt erstmal einen und dann wieder zwei zusammen. Ihr seht, natürlich wieder richtig schöne Schneelocation. Also F1, Jugendfeuerwerk ab 12 Jahre. Das Ganze hier erlaubt, dafür ist es echt laut. Richtig laut. Jetzt nochmal ein kleines Fazit zu diesem Vulkan. Ich muss sagen, wirklich tolle Silbervulkane, tolle Funken und auch ein wirklich mächtiges Crackling. Also das sind wirklich nicht Crackling, das ist eher richtig harte Knallsterne. Es geht weiter in unserem Test mit den Mystic Fire von Pyroland. 5 Bengal-Handfackeln in mystischen Farben. So sehen sie aus. Hier habe ich natürlich schon mal die Folie abgemacht, dass es jetzt einfach schneller geht beim Zünden. Jetzt geht's los, alle vier wieder zusammen für den super schönen Effekt. Gelb, Blau, Rot und Violett. Dauern natürlich extrem gut, und ihr seht, das sind richtig starke Handfackeln. Kann man natürlich wieder in die Hand nehmen, ist klar. Absolut heftig. Unfassbar, muss ich echt dazu gestehen. Richtig, richtig toller Artikel. Ihr seht, die Tour neigt sich langsam dem Ende, aber wir haben noch wirklich tolle Produkte dabei. Crackling Bit, Wonder Cones, dicke Brummer, Scream Mini, Silberfontaine und jetzt zum Schluss Alien Sirenen von Pyroland. Erstmal einzeln und dann vier Stück zusammen. Das war wohl nichts, so sollte es nicht funktionieren. Deswegen nehme ich mir jetzt noch mal eine aus der Verpackung hier raus und teste ich gleich noch mal eine.
Das war doch schon mal super. So, jetzt gleich 4 Stück. Echt ein wunderschöner Artikel, so eine Art Silberfontäne mit lautem Pfeifen. So Freunde, weiter geht es mit der Böllertour. Ist gleich vorbei. Dicke Brummer, Crackling Bit, Silberfontänen, Scream Mini und der Wonder Cone von Leslie. Also jetzt fangen wir an, Wonder Cone von Leslie. Wirklich schöner Silbervulkan, glaube ich, war das. So schön war, machen wir jetzt die Silberfontänen. So, jetzt machen wir erstmal ein. Kennt ihr das Spiel? Und dann nochmal 4 gleichzeitig. Wow, das ist echt heftig. Kinderfeuerwerk und so eine Steighöhe, echt immens. Dass Funke sowas in F1 bekommt, also Jugendfeuerwerk, Kinderfeuerwerk ab 12 Jahren, ist echt der Wahnsinn. Ihr habt es ja gesehen, Silberfunken, richtig schön dick, die auch schön zum Boden tropfen, mega. Und es geht weiter, ich würde sagen, jetzt machen wir mal die dicken Brummer von Weco, ein richtig dicker Klassiker. Einer und dann wieder den ganzen Haufen. Fast hätte sich der Haufen selbst entzündet. Da helfen wir ein bisschen nach. Jetzt kommen noch die Crackling Bit und dann zum Schluss hier diese Scream Mini. Sind auch so Pfeifer, richtig laut. Und da viele die Crackling Bit von Weco schon kennen, ist ja ein Klassiker, deswegen direkt alles auf einen Streich. Und jetzt zum Schluss haben wir noch die Scream Mini von Classic. So, und die machen wir jetzt wieder komplett zusammen. Also Freunde, das war's jetzt mit meiner Jugendfeuerwerk-Böllertour. Ihr seht ja, wie viel Stuff ich hier verzündet habe. Also auch eine richtig schöne Schneelocation. Ihr seht ja, Schnee ist immer richtig schön in Verbindung mit Feuerwerk. Schaut weiterhin schön die Videos und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst einfach ein Like da.